Denkseiten. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner. Er ist begleitet von seinem Staatssekretär Dr. Wolf-Heinrich Reuter. Und es geht um den Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2025 und den Finanzplan bis 2028 und glaube auch noch um den Nachtragshaushalt 2024. Alles war heute im Kabinett und der Minister kann uns berichten. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Wevers. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle Ihnen heute den Regierungsentwurf für den Haushalt 2025 vor, der nicht nur Rekordinvestitionen ermöglicht, sondern auch eine Wachstumsinitiative enthält, mit der wir die Trendwende hin zu einer besseren, dynamischeren wirtschaftlichen Entwicklung einleiten wollen. Die Arbeit an diesem Regierungsentwurf war außerordentlich intensiv und sie wird auch im parlamentarischen Verfahren intensiv bleiben. Dennoch war es der Bundesregierung wichtig, dass wir eine solche Einigung vorlegen können und wir haben keine Mühe gescheut, auch an die Grenzen der Kompromissfähigkeit innerhalb des Kabinetts heranzugehen. Dieser Haushaltsentwurf und dass es ihn gibt, zeigt Stabilität und soll Sicherheit vermitteln. Wir sind in geopolitisch außerordentlich unruhigen Zeiten. Unsicherheit gibt es auch innerhalb Europas. Und deshalb hat die Bundesregierung die Verantwortung gespürt, durch diesen Haushaltsentwurf ein klares Signal der Stabilität und der Sicherheit zu geben. Aufgrund der Versäumnisse der vergangenen Jahre, seit 2014, hinkt unser Land ja hinsichtlich seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit zurück. Wir werden nach hinten durchgereicht. Deshalb kann auch die konjunkturelle Entwicklung nicht zufriedenstellen. Wir erwarten in diesem Jahr ja nur einen überschaubaren Anstieg des Bruttoinlandsprodukts und auch im nächsten Jahr sind die noch gültigen Prognosen noch unterhalb dessen, was unser Anspruch sein soll. Aus diesem Grund ist dieser Bundeshaushalt nicht nur eine Einnahme- und Ausgaberechnung, sondern er markiert eben auch den Einstieg in eine Wirtschaftswende durch die von uns sogenannte Wachstumsinitiative. Wir wollen einen Impuls setzen für ein zukunftsfähiges, wirtschaftlich starkes und wettbewerbsfähiges Deutschland. Dabei halten wir die Regeln unserer Verfassung und auch die europäischen Fiskalregeln ein. Genauer gesagt, wir werden im nächsten Jahr 480 Milliarden Euro Ausgaben haben. Und damit liegen wir auf der Höhe bzw. knapp unterhalb der Ausgaben des Jahres 2024. Dies ist bereits ein Einstieg oder genauer gesagt eine Fortsetzung der begonnenen quantitativen Konsolidierung unserer Staatsfinanzen. Nach der Pandemie und dann erneut nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war unser Land ja zu einer stark expansiven Finanzpolitik gezwungen, Schulden finanziert. Die öffentlichen Haushalte sind jetzt auch groß, aber die Zeit steigender öffentlicher Ausgaben, die Zeit schneller wachsender Staatsausgaben, als die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, die Mittel zu erwirtschaften, bereitzustellen. Diese Zeit ist nun vorbei. 480 Milliarden Euro also. Wir sind damit konform mit der Schuldenbremse und auch den europäischen Regeln. Auch im Finanzplanungszeitraum ist das der Anspruch der Bundesregierung. Dadurch wird die Schuldenquote dieses Landes von einer Höhe von 69% im Jahr 2021 Richtung des Ziels von 60% gegen Ende des Jahrzehnts sinken. Gleichwohl, obwohl wir fortsetzen bei der quantitativen Konsolidierung, handelt es sich nicht um einen Sparhaushalt,
Wir geben nicht mehr Geld aus, sondern bleiben auf dem Ausgabeniveau des Vorjahres. Aber unser Anspruch ist es ja, qualitativ zu konsolidieren und deshalb das Geld besser, zukunftsweisender einzusetzen als zuvor. Mehr also für Sicherheit im Inneren, mehr für unsere Befähigungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, steuerliche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie die Betriebe, ambitionierter Klimaschutz, Investitionen in die Infrastruktur. Im Einzelnen, mit der Wachstumsinitiative hat sich die Bundesregierung auf Maßnahmen verständigt, die wir schon im nächsten Jahr so umsetzen wollen, dass sich das Wachstumspotenzial unserer Volkswirtschaft deutlich erhöht und wir Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Dazu gehören auch Maßnahmen im Bereich der Steuerpolitik. Durch den Abbau der kalten Progression werden wir die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler allein in den Jahren 2025 und 2026 um insgesamt 23 Milliarden Euro entlasten. Damit stärken wir nicht nur Arbeitsanreize für die Beschäftigten, wir erhöhen nicht nur die Attraktivität des Standortes Deutschland, sondern es ist auch letztlich Ausdruck von Fairness gegenüber denjenigen, die unseren Staat finanzieren. Weitere steuerliche Verbesserungen für Unternehmen, Selbstständige sowie für Beschäftigte sind in der Wachstumsinitiative vorgesehen, etwa im Bereich der Abschreibungen, der Forschungszulage, bei der Förderung der Elektromobilität, der Verlängerung der Stromsteuersenkung und der Strompreiskompensation sowie steuerliche Anreize für Mehrarbeit. Die Abschaffung der EEG-Umlage setzen wir fort. Im Jahr 2025 entlasten wir damit die Stromkunden um einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag. Übrigens, die Abfinanzierung der Rechtsverpflichtungen aus dem Erneuerbaren Energiengesetz nehmen wir jetzt aus dem Kernhaushalt vor, nicht mehr aus dem Klima- und Transformationsfonds. Die Wachstumsinitiative ist bereits im Regierungsentwurf für 2025 abgebildet, und zwar auf der Einnahme- wie auf der Ausgabeseite. Wir rechnen mit konjunkturbedingten Mehreinnahmen von ca. 6 Milliarden Euro auf der Basis einer Prognoserechnung des Wirtschaftsministeriums, um Ihre Frage gleich vorwegzunehmen. Wir legen mit dem Regierungsentwurf einen klaren Fokus auf Investitionen. Im kommenden Jahr wird der Bund seine Investitionsausgaben auf 78 Milliarden Euro erhöhen. Nur ein Vergleich zum Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie und den dann ansteigenden expansiven Staatsausgaben. Damals hat der Bund Investitionen in einer Größenordnung von 38 Milliarden Euro getätigt. Das heißt, wir haben ein wesentlich höheres Investitionsniveau als vor der Corona-Pandemie. Auch gegenüber dem Vorjahr steigern wir auf Rekordniveau weiter. Das gilt im Übrigen auch, wenn wir die Investitionen bereinigen um die sogenannten finanziellen Transaktionen. Und das gilt auch, wenn wir preisbereinigt nur die Quote an den Gesamtausgaben verfolgen. Es ist also möglich, unter Einhaltung der Schuldenbremse auf einem Rekordniveau zu investieren. Wir stärken die innere Sicherheit. Es gibt eine Sicherheitsmilliarde für Bundespolizei, Bundeskriminalamt und den Zoll sowie andere Bedarfsträger. Etwa 900 Millionen Euro im Geschäftsbereich des Innenministeriums und 100 Millionen Euro für den Zoll. Die äußere Sicherheit wird gestärkt. Wir werden weiterhin 2% unserer Wirtschaftsleistung aufwenden für die Landes- und Bündnisverteidigung. Der Etat für die Bundeswehr wächst im nächsten Jahr um 1,25 Milliarden Euro. Eigentlich wollten wir das 2%-Ziel erreichen durch den Einzelplan 14 und dann bis 2028 über die Nutzung des seinerzeit von der Bundesregierung initiierten Sonderprogramms für die Bundeswehr. Aufgrund Kostensteigerungen bei den Betriebsmitteln war es aber unabweisbar, auch den Einzelplan
2014 jetzt schon aufwachsen zu lassen und nicht erst nach dem Auslaufen des Sonderprogramms für die Bundeswehr. Wir werden auch weiterhin die Ukraine unterstützen bei der Verteidigung der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung. Dafür sehen wir Mittel im Bundeshaushalt vor, ob schon das Gros der Unterstützung und das Gros der für die militärische Durchhaltefähigkeit der Ukraine erforderlichen Mittel aus europäischen Quellen kommen wird, als auch aus dem G7-Instrument zur Nutzung der Kapitalabflüsse aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Dort sollen ja noch in diesem Jahr 50 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stehen, über die die Ukraine dann auch selbst entscheiden kann. Kinder, Jugendliche und Familien erhalten konkrete Leistungsverbesserungen. Wie Sie wissen, Kinder- und Grundfreibetrag werden erhöht, schon rückwirkend zum 1.1. dieses Jahres, dann auch für das nächste und für das übernächste Jahr. Im nächsten und im übernächsten Jahr steigt ebenfalls das Kindergeld und auch der Kindersofortzuschlag bleibt erhalten und wird erhöht. Wie erreichen wir, dass wir trotz dieser Schwerpunktsetzungen bei äußerer und innerer Sicherheit, bei Kindern, Jugendlichen, Familien, bei steuerlicher Entlastung, dass wir trotzdem die Schuldenbremse einhalten können? Das erreichen wir dadurch, dass wir im Haushalt priorisieren, umschichten und die Treffsicherheit der staatlichen Ausgaben erhöhen. Also wie im Einzelnen, der dynamische Anstieg der Sozialausgaben wird begrenzt. Der Haushalt des BMAS bleibt im um den Nachtragshaushalt 2024 bereinigten Finanzplan. In diesem Jahr muss es ja über den Nachtragshaushalt eine Verstärkung der Mittel geben, weil es konjunkturbedingt höhere Ausgaben beim Bürgergeld gibt. Um diese Erhöhung bereinigt, bleibt das BMAS im nächsten Jahr im Finanzplan. Das gelingt durch die unterschiedlichen Maßnahmen, um den fordernden Charakter des Bürgergelds zu stärken. Mitwirkungspflichten inklusive der Sanktionen werden verschärft. Es gibt eine neue monatliche Meldeverpflichtung der Bürgergeldbezieher bei der Behörde. Die Karenzzeit für das Schonvermögen wird halbiert. Zumutbarkeitsregeln werden verschärft. Das sind Maßnahmen, die dazu beitragen, dass das BMAS den ursprünglich prognostizierten Ausgabenzuwachs nicht benötigt. Gleichwohl will ich sagen, dass weitere Anstrengungen in den nächsten Jahren erforderlich sein werden. Wir haben in dem nächsten Jahr eine Sozialleistungsquote gemessen an der Größe des Bundeshaushaltes von 45%. Wenn wir nichts tun, wird die Sozialleistungsquote bis 2028 auf 48% ansteigen und damit möglicherweise Investitionen und andere wichtige Aufgaben verdrängen. Wieder in Zahlen bezogen auf das Jahr 2019 ausgedrückt, wir werden im nächsten Jahr fast 50 Milliarden Euro mehr Ausgaben haben im Sozialbereich als 2019. Dieser dynamische Anstieg der Sozialausgaben, der kann nicht fortgesetzt werden. Umso mehr müssen wir alles unternehmen, um die Einwanderung nach Deutschland zu steuern, zu kontrollieren. Müssen wir alles unternehmen, um Menschen in Arbeit und aus dem Bürgergeldbezug herauszubringen. Die Verbesserung der Treffsicherheit der staatlichen Ausgaben betrifft auch die Haushaltsplanung selbst. Die Ressorts waren verpflichtet auf den Finanzplan und mussten deshalb Einsparpotenziale in der eigenen Verantwortung heben. Und wir seitens des Finanzministeriums, wir haben präziser als in der Vergangenheit veranschlagt, welche Vorsorge tatsächlich erforderlich ist und welche nicht. Beispielsweise haben wir in den vergangenen Jahren bei der Haushaltsaufstellung im Sommer regelmäßig die an den EU-Haushalt abzuführenden Mittel überschätzt. Und wir haben jetzt eine Rechnung vorgenommen, die die Haushaltsreste, die sich am Ende des Jahres ergeben, reduzieren können.
Der Personalhaushalt 2025 wird auf der Basis des Jahres 2024 festgelegt. Anders gesagt, keine neuen Stellen. Der Personalhaushalt bleibt dort, wo er ist. Allerdings gibt es 1.000 zusätzliche Polizeibeamte bei der Bundespolizei und etwa 1.000 Stellen zusätzlich beim Zoll, weil über die in der Vergangenheit bereits entschieden worden war. Und die entsprechenden Zulaufvermerke wollen wir natürlich erfüllen. Das dient auch zur Stärkung unserer inneren Sicherheit, der Bekämpfung organisierter Kriminalität und der Schwarzarbeit. Meine Damen und Herren, wir haben allerdings noch weitere Aufgaben. Die Haushaltsaufstellung endet Ende November, nicht heute am 17. Juli. Wir haben in diesem Entwurf der Bundesregierung eine Bodensatz GMA vorgesehen von 8 oder 9 Milliarden Euro für das nächste Jahr. Das ist die Bodensatz GMA, also globale Minderausgabe, die sich aus der Haushaltspraxis der vergangenen Jahre ergeben hat. Also etwa 2% kann man kalkulieren, sind die Mittel, die einfach übrig bleiben, weil Programme nicht abfließen oder weil gesetzliche Aufgaben günstiger sind als ursprünglich veranschlagt. Das ist Staatspraxis, das ist Erfahrungswissen, das ist seriös. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt die vorgesehene globale Minderausgabe aber noch 17 Milliarden Euro und sie muss in Richtung von etwa 9 Milliarden Euro nun reduziert werden durch weitere Maßnahmen. Dazu prüfen wir, wie Sie wissen, 3 Maßnahmen auf verfassungsrechtliche Aspekte und auf ihre Wirtschaftlichkeit. Es ist die Frage, ob wir einen Liquiditätsüberhang bei der KfW strukturell vereinnahmen können, der sich ergeben hat aus der Gaspreisbremse. Das ist die Frage, ob wir Zuschüsse an die Bahn und die Autobahn umstellen können auf verzinsliche Darlehen, die dann als finanzielle Transaktion nicht auf die Schuldenbremse des Grundgesetzes angerechnet würden. Diese Prüfaufträge sind jetzt ausgelöst. Wir nutzen einen externen Gutachter, der das im Auftrag des Bundesfinanzministeriums verfassungsrechtlich prüft. Und wir werden danach und ergänzend auch Wirtschaftlichkeitsfragen durch den unabhängigen wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium untersuchen lassen. Es handelt sich also um ergebnisoffene Prüfaufträge, ob wir bereits mit diesen Mitteln die globale Minderausgabe auf das Niveau reduzieren können, wie wir es für verantwortbar halten. Gäbe es noch einen weiteren Handlungsbedarf nach den Prüfungen, so würden wir innerhalb der Regierung und dann spätestens im Zuge des parlamentarischen Verfahrens darauf zurückkommen. Es müssen ja ohnehin Aktualisierungen vorgenommen werden, etwa nach Vorlage des Existenzminimumberichts fürs nächste Jahr, nach Vorlage des Projektionsberichts und gegebenenfalls ergeben sich aus Steuerschätzung und Herbstprojektion auch noch Erkenntnisse, die wir spätestens in der Bereinigungssitzung dann auch vorlegen werden. Im Finanzplanungszeitraum, und damit, Frau Wefers, meine Damen und Herren, komme ich zum Schluss, im Finanzplanungszeitraum für die nächsten Jahre gibt es noch viel zu tun. Erhebliche Anstrengungen liegen vor uns. Für das nächste und das übernächste und das Jahr 2027 liegen die Handlungsbedarfe in einer Größenordnung, wie das mein Vorgänger und mein Vorvorgänger auch prognostiziert und etatisiert haben. Aber wir haben im Jahr 2028 einen Handlungsbedarf, der außerordentlich ist. Er beträgt nämlich 38,9 Milliarden Euro nach dem jetzt hier vorliegenden Regierungsentwurf der Finanzplanung. Ganz wesentlich verursacht durch den Bereich der Verteidigung und das 2%-Ziel für die NATO. Und auch mit verursacht durch die Steigerung von Sozialausgaben, nicht nur, aber auch aufgrund des demografischen Wandels in unserem Land. Über die Auflösung dieses Handlungsbedarfs im Jahr 2028 werden wir in diesem Land reden müssen. Jetzt, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr
und im Jahr, wo der Haushalt 2028 aufgestellt wird, nämlich 2027. Das ist eine politische Richtungsentscheidung, die wir jetzt einleiten, im nächsten Jahr aber dann werden verankern müssen. Es ist letztlich die Frage, lösen wir das Problem über die Ausdehnung des Staates, über Steuern und Schulden oder über Wachstum und Strukturreform, über mehr Wettbewerbsfähigkeit, über eine Stärkung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die uns auch zusätzliche Mittel bescheren kann, um diese wichtige Aufgabe im Haushalt ohne Ressourcenkonkurrenz abzubilden. Das ist eine Grundsatzfrage, die wir werden stellen müssen, der sich auch dann eine nächste Bundesregierung wird stellen müssen. Das Bundesfinanzministerium sieht bei den Steuern das Ende der Fahnenstange bereits erreicht. Deshalb haben wir ja Steuerreformen jetzt hier vorgelegt, mit der wir die Belastung reduzieren. Das war eine gute Nachricht, dass der Steuerzahlergedenktag in diesem Jahr einen Tag früher stattgefunden hat als im vergangenen Jahr. Aber nach unserer Überzeugung muss er weiter Richtung Anfang Juli rücken. Und auch bei der Frage der Verschuldung sehen wir seitens des Finanzministeriums Grenzen. Grenzen, die sich aus der Frage der Wirtschaftlichkeit des Staatshaushaltes ergeben. Wir zahlen schlicht Zinsen. Es gibt Grenzen, die sich aus unseren nationalen Regeln ergeben, also der Schuldenbremse des Grundgesetzes. Aber wir sehen Grenzen auch bei der Ausweitung der Kreditaufnahme aus den europäischen Fiskalregeln, die uns ja einen Ausgabepfad vorgeben in den nächsten Jahren. Deutschland sollte weiter der Stabilitätsanker der Wirtschafts- und Währungsunion und der Europäischen Union insgesamt sein. Wir müssen führen durch Vorbild in der Finanzpolitik. Und deshalb kann unser Land sich nicht einfach mehr fiskalischen Spielraum genehmigen, den wir uns vielleicht leisten könnten, weil wir ein Top-Rating haben. Andere würden uns ja folgen und würden ebenfalls dann die europäischen Regeln brechen. Dieses Land kann nicht als größte Volkswirtschaft Europas vorangehen, dabei gerade geschärftes europäisches Recht zu brechen. Deshalb aus meiner Sicht gibt es keine andere Option, als durch Strukturreformen und Wirtschaftsfreundlichkeit den Wachstumspfad und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu stärken. Letztlich ist es die Erinnerung an eine altbekannte Weisheit. All das, was der Staat verteilt, müssen vorher die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft beibringen. Also sollten wir die Rahmenbedingungen dafür in den nächsten Jahren weiter verbessern, damit die große Lücke des Jahres 2028 in den Jahren davor geschlossen werden kann. Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe schon eine lange Liste von Fragewünschen, ungefähr ein Dutzend, ein bisschen mehr als ein Dutzend. Und Frau Dunz hat die erste Frage. Herr Minister, wie werden Sie sich der Schuldenbremse noch mal nähern, wenn die Befürchtungen zutreffen, dass Donald Trump die US-Wahl gewinnen wird und seine Drohung dann auch wahr macht, US-Beiträge für NATO und Ukraine zu reduzieren oder ganz deutlich zu reduzieren? Wäre das dann die Situation? Ich glaube, in der FDP war mal dieser Spruch, wenn Berlin der Himmel auf den Kopf fällt, dann würde auch Herr Lindner die Schuldenbremse lockern. Wäre das dann sowas? Man kann keine hypothetische Betrachtung anstellen über solche Szenarien und sie dann quasi im Vorgriff verfassungsrechtlich würdigen. Klar ist aber, dass egal aus welchem Grund wir höhere Verschuldung eingehen, wir darauf Zinsen zahlen müssen. Übrigens ist die Finanzierung der Ukraine ja durch die europäischen Instrumente und durch das neue G7-Instrument aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten, 50 Milliarden Dollar, ich habe es erwähnt, ist die Finanzierung der Ukraine hier ja für den absehbaren nächsten Zeithorizont gesichert. Darf ich eine Nachfrage stellen? Bitte. Ist Deutschland in Sicherheit und Verteidigung abgesichert, wenn ein Szenario zutrifft, wie ich es gerade gesprochen habe? Sind Sie als Finanzminister dann bereit, das Land entsprechend finanziell abzusichern, indem auch mehr Schulden aufgenommen würde und es eben nicht zu Lasten und Einsparungen an anderer Stelle im Etat kommen würde? Frau Dunz, fiskalische Stabilität ist selbst ein Faktor der Sicherheitspolitik. Herr Krämer.
hätte eine Frage zu dem Haushaltsloch. Sie haben die Mehreinnahmen aus der Wachstumsinitiative jetzt mit 6 Milliarden angegeben. In den Regierungsunterlagen steht aber die Zahl von 14,3 Milliarden. Das ist also eine Differenz von 8 Milliarden. Frage ich mich, wie konnte das passieren? Und ist das Loch in 25, das Sie mit 17 Milliarden angegeben haben, dann eigentlich 8 Milliarden mehr? Nein, in der globalen Mehreinnahme, auf die Sie Bezug nehmen, ist die von uns erwartete geringere Zuführung an den EU-Haushalt etatisiert. Ich kann eine Nachfrage stellen, ein bisschen allgemeinerer Natur. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Löcher jetzt, wenn ich richtig rechne, bei über 80 Milliarden, wenn man 25 bis 28 Milliarden zusammenrechnet. Frage, was macht es überhaupt Sinn, so eine Finanzplanung mit so einem riesigen Loch aufzustellen? Ist es nicht eigentlich die Aufgabe des Finanzministers, Antworten zu geben und nicht Fragen für eine Grundsatzentscheidung aufzuwerfen? Das ist die ständige Staatspraxis. Auch in den früheren Finanzplanungsperioden wurde mit Handlungsbedarfen in einem zweistelligen Milliarden-Euro-Umfang gearbeitet. In diesem Jahr hatten wir ja auch schon eine 5 Milliarden Größenordnung aus dem vergangenen Jahr zu füllen gehabt. Die einzige Besonderheit trifft das Jahr 2028. Und dort haben wir eine in der Tat außerordentliche Größenordnung, weil hier zuvor eine politische Grundsatzentscheidung getroffen werden muss. Herr Grimm ist der Nächste. Herr Lindner, Sie sprachen davon, dass der Haushalt auf dem Niveau des laufenden Jahres bleibt, 2024, beziehungsweise leicht darunter liegt. In die Haushaltsplanung waren Sie ursprünglich mit 450 Milliarden hineingegangen. Das sind jetzt 30 Milliarden mehr. Also richtig von Konsolidierung und Sparen kann da nicht die Rede sein. Mich würde noch mal interessieren, wie es dazu kam, dass 30 Milliarden mehr aufgewendet wurden und dabei die Ampelkoalition trotzdem vor dem Platzen stand. Makroökonomische Entwicklungen und Konsequenzen aus dem Urteil des Verfassungsgerichtes. Nachfrage? Sieht so aus. Ja. Ja. Also was meinen Sie mit makroökonomischen Gegebenheiten und Entwicklungen? Die Konjunktur beispielsweise, die zu minder Einnahmen, mehr Ausgaben führt. Noch eine Nachfrage. Die Konjunktur soll doch im nächsten Jahr etwas stärker wachsen als ursprünglich angenommen, prognostiziert. Das stimmt. Das haben wir ja bei den Einnahmen berücksichtigt und auch bei der Konjunkturkomponente. Mit Herrn Koch geht's weiter. Herr Lindner, in den Erläuterungen zum Bundeshaushalt zu den Zahlen sind Überlegungen enthalten, wie es mit dem Klima- und Transformationsfonds weitergehen könnte in Zukunft. Da ist unter anderem die Variante genannt, dass der KTF auch Ausgaben aus dem normalen Etat übernehmen könnte. Eine andere Variante ist, dass der KTF aufgelöst werden sollte. Sind das Ihre Überlegungen oder Überlegungen des gesamten Kabinetts? Das sind Überlegungen des gesamten Kabinetts, ein Prüfauftrag, den wir uns gemeinsam stellen müssen. Der Hintergrund ist, dass die Mittel aus dem KTF bisher ja genutzt worden sind, um die EEG-Umlage zu finanzieren. Bürgerinnen und Bürger leisten sie nicht mehr, sie wurde aus dem KTF geleistet. Jetzt übertragen wir das in den Gesamthaushalt. Der Gesamthaushalt ist größer und die Volatilität der Strompreise und damit die Höhe der Mittel, die für das EEG erforderlich sind, diese Volatilität kann man im Gesamthaushalt besser abbilden. Allerdings waren diese Ausgaben für die Jahre 2027, 2028 nicht etatisiert. Dort war es ja nicht vorgesehen, an einen Zuschuss an den KTF zu geben, sondern es gab keinen Bundeszuschuss. Stattdessen aber bekommt der KTF nicht nur keinen Bundeszuschuss, sondern in zweistelliger Milliarden-Euro-Größenordnung muss der Bundeshaushalt jetzt das EEG abfinanzieren, das ursprünglich im KTF etatisiert war. In der Folge ergibt sich daraus ein Handlungsbedarf für den Bundeshaushalt und da müssen wir prüfen, wie er aufgelöst werden kann. Eine der Optionen ist, dass der KTF, der ja über Einnahmen verfügt aus dem Emissionshandel, dann von diesen Einnahmen abgibt an den Bundeshaushalt.
da der Bundeshaushalt jetzt ja Verantwortung trägt für das EEG. Nachfrage. Das würde dann aber auch die Finanzierungsmöglichkeiten schmälern für solche Varianten zum sozialen Ausgleich, die bisher als Klimageld diskutiert werden. Das ist unabhängig davon. Das sieht so aus, als ob Sie noch mal was fragen wollen. Gut, die zweite Nachfrage nehme ich auch gerne. Wenn die Einnahmen für was anderes ausgegeben werden, sind sie ja nicht unabhängig, sondern nicht mehr da. Also Sie müssen ja, wenn Sie ein Klimageld finanzieren wollen, entsprechende Mittel aufbringen. Können Sie nicht zweimal ausgeben? Das kann ich bestätigen. Der Kollege Bundeswirtschaftsminister weist in diesem Zusammenhang richtigerweise darauf hin, dass die Übernahme der EEG-Umlage durch den Staatshaushalt ja bereits den Charakter eines Klimageldes habe. Und Robert Habeck nimmt schlicht darauf Bezug, dass die Menschen sonst ja eine höhere Stromrechnung hätten, und zwar die Rentnerin, der BAföG-Empfänger, der mittelständische Handwerksbetrieb, die Familie. Und in einer Größenordnung von 15 Milliarden Euro wird den Menschen das abgenommen, weil es aus dem Staatshaushalt gezahlt wird. Jetzt geht es hier vorne weiter, bitte. Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe eine Frage zu der Investitionslinie. Ja, wie immer. Genau, Straße, Schiene, Wasserstraße, kombinierter Verkehr 2025 bis 2028 und dann auch den Anteil der Verkehrsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen. Ja. Also eine Zahl war ja schon genannt mit 25,9 Milliarden 2025. Und die zweite Frage ist nochmal zu den Darlehen an die Autobahn GmbH und die DB. Es sind ja beides Unternehmen, die sozusagen gemeinnützig sind, also auch keine Gewinne erwirtschaften. Wie kann das funktionieren, dass wenn jetzt ein Darlehen gegeben wird und das verzinst ist, also wie kann dann das Geld sozusagen zurückgezahlt werden? Und meines Wissens ist die Autobahn GmbH gar nicht berechtigt, Kredite aufzunehmen oder in irgendeiner Weise Geld sonst noch zu bekommen. Ob Sie das einmal erläutern könnten, bitte. Ja, aus Erlösen werden die Darlehen zurückgeführt. Übrigens ist das bei der Bahn kein Novum. Es gibt sogar noch den nicht genutzten alten Titel Darlehen an die Eisenbahnen des Bundes. Ist immer nur so ein Strichvermerk gewesen, aber das ist ein Zeichen dafür, dass es noch Sedimentsschichten früherer Haushalte im Haushaltsplan gibt. Und bei der Autobahn GmbH schildern Sie den Status quo vollkommen richtig. Deshalb würde im Zuge dessen ja mit zu überlegen sein, ob beispielsweise die Einnahmen aus der Maut als Einnahme an die Autobahn GmbH gegeben werden. Das zeigt die Komplexität der Prüfungen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und auch der Verfassungsmäßigkeit dieser Maßnahmen. Die Zahlen, Frau Landwehr, zu den Verkehrsinvestitionen im Einzelnen, gibt Ihnen traditionell der Haushaltsstaatssekretär. Das war früher der Werner Gatzer, der das immer gemacht hat. Jetzt geht diese Traditionslinie weiter. Herr Dr. Reuth. Okay, sehr gut. Also die Investitionen in die Bundesfernstraßen steigen in 2025 an auf 9,1 Milliarden und werden auch im gesamten Finanzplanungszeitraum weiter ansteigen, dann zum Schluss auf rund 10 Milliarden. Für die Bundesschienenwege haben wir 2025 15,1 Milliarden etatisiert und über den Finanzplanungszeitraum geht das dann über 17 Milliarden, 15,7 Milliarden auf 13,5 Milliarden. Hier muss man ja dazu sagen, dass hier auch die Eigenkapitalzuführung an die Deutsche Bahn enthalten ist, die ja als finanzielle Transaktion gilt. Und für die Wasserstraßen sind es 1,4 Milliarden, die über die Finanzplanung leicht ansteigen auf 1,5. Und KV, kombinierter Verkehr? 0,2 unverändert. Dann schwenken wir einmal auf die andere Seite. Bitte schön. Herr Lindner, wenn man bedenkt, diese Grundsatzentscheidung, die Sie angesprochen haben, wie viel Lust haben Sie nach der Bundestagswahl noch dieses Amt zu haben, was Sie haben und wenn man die Vorgeschichte dieses Haushalts sich anschaut, mit welchen Partnern wollen Sie denn die Grundsatzentscheidung in Ihre Richtung beantworten? Meine These wäre jetzt, mit SPD und Grünen ginge das nicht. Herr Buchsteiner, ich habe enorm Lust, weil die ganze Arbeit der vergangenen Jahre
quantitativ und qualitativ den Bundeshaushalt in eine Richtung zu bringen, mehr Bildung, mehr Sicherheit, mehr Investitionen, Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bei Achtung der Schuldenbremse. Da kann man doch dran fühlen, dass andere nur zu gerne diese Grundsatzentscheidungen korrigieren würden. Insofern, ja, gerade weil die Arbeit so hart war in den vergangenen Jahren und weil ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Jahren auch Fortschritte machen können, bin ich persönlich sehr motiviert, die Arbeit fortzusetzen. Zweite Teil der Frage, mit welchen Partnern? Ich sehe da im Augenblick keine. Ich bitte Sie um Verständnis. Ich habe Verständnis für Sie, dass Sie journalistisch diese parteipolitisch zugespitzte Frage stellen müssen. Aber ich bitte um Nachsicht, dass hier ein Kabinettsmitglied sitzt und das jetzt keine parteipolitische Betrachtung anstellen kann über Koalitionsoptionen der nächsten Wahlperiode. Dann schwenke ich Kommen Sie ins Genscher Haus beim nächsten Mal, dann machen wir zwei das. Ja. Aber hier jetzt heute als Finanzminister geht es nicht. Okay. Wir laden Sie gerne ein in anderer Funktion. Also ich komme. Also, Frau Lehmann. Eine Nachfrage zum Bereich humanitäre Hilfe und Aufnahme. Humanitäre Aufnahme und Resettlement. Bleibt es eigentlich dabei, dass die Mittel für diesen Bereich auf 13% des Niveaus von diesem Jahr gekürzt werden sollen, also praktisch ganz weg? Minus 13%. Also wir haben jetzt nicht genau die Prozentzahl, die Sie so gut berechnet haben, vor Augen. Aber der Regierungsentwurf ist klar und heute im Kabinett so beschlossen worden. Es gibt allerdings im Zuleitungsschreiben eine Formulierung, dass selbstverständlich Lösungen gefunden werden würden, sofern sich unabweisbare neue Bedarfe ergeben sollten. Das hatten wir im vergangenen Jahr auch und jetzt auch wieder. Aber aktuell würde das ja bedeuten, dass das Aufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan praktisch gestrichen wird. Nee, das kann ich nicht bestätigen. Ohne dass ich den Titel jetzt im Einzelnen vor Augen habe, kann ich nicht eine Streichung bestätigen. Ich empfehle nochmal die Lektüre des Protokolls der Regierungspressekonferenz. Das ist eben sehr ausführlich behandelt worden, also vielleicht zur Ergänzung dann dazu. Herrn Greis habe ich als Nächsten, sehen aber gerade nicht. Ah, da. Ja, Friedhelm Greis, golem.de. Meine Frage geht wahrscheinlich an Herrn Reuter. Und zwar würde mich interessieren, welche Haushaltsmittel zum Beispiel für die Sonderabschreibung von Elektroautos vorgesehen sind. Gibt es dafür schon eine konkrete Zahl? Und dann würde mich interessieren, es gibt jetzt auch so eine steuerliche Gleichstellung von E-Fuel-Fahrzeugen, aber es gibt weder E-Fuel-Fahrzeuge noch E-Fuels, die man an Tankstellen quasi kaufen kann. Warum wurde da jetzt schon eine Gleichstellung irgendwie eingeführt oder soll eingeführt werden? Also ich glaube, die genaue Zahl zur Sonderabschreibung für die Elektroautos habe ich nicht da. Sie ist aber in dem Haushaltsentwurf enthalten. Wir haben ja alle steuerlichen Maßnahmen, die in der Wachstumsinitiative enthalten sind, auch im Haushalt abgebildet. Und die steuerliche Gleichstellung ist ja eher auch vorausschauend gedacht, dass es eben die emissionsfreie Fahrweise gleichstellt, wie die Elektroautos und die mit E-Fuels betriebenen Fahrzeuge. Das ist im Übrigen nichts Neues, denn darauf hatte sich die Koalition bereits im vergangenen Jahr verständigt. Und ein entsprechender Gesetzentwurf liegt auch schon seit längerer Zeit in der Frühkoordination und wird jetzt bald in die Ressortabstimmung gehen. Letztlich auch ein Signal, Herr Greis, an die Industrie, dass die Bundesregierung es ernst meint mit der Technologieoffenheit. Wir schaffen also jetzt die Sicherheit, dann, wenn es jene Fahrzeuge gibt, kann man auf einer gesetzlichen Basis damit rechnen, dass es keine Diskriminierung gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen gibt. Dann habe ich Herrn Bollmann als Nächsten. Herr Lindner, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement eben von Versäumnissen seit 2014 gesprochen. Ich nehme an, Sie meinen die Entwicklung des Verteidigungsetats seit der Krim-Annexion. Das bringt mich auf die Frage, da ja die frühere Bundeskanzlerin heute 70 Jahre alt wird, inwieweit Sie sagen würden, der aktuelle Etat oder das, was Sie hier an Problemen haben, ist auch auf Versäumnisse der zurückliegenden 16 Jahre zurückzuführen und inwieweit die Ampelregierung das jetzt besser schafft oder ob dieser Haushalt und diese Finanzplanung nicht letztlich auch ein Ausdruck
ähnlicher Problemverschiebung auf die Zukunft ist. Dankeschön. Herr Bollmann, die Frage der Wettbewerbsfähigkeit habe ich gemeint. Und wieso dann 2014? Weil seit 2014 wir von Platz 6 auf Platz 24 in der Wettbewerbsfähigkeit gefallen sind. Der Platz 6 in 2014 war ein Spitzenwert historisch. Da hatten wir uns hingearbeitet. Und dann ab 2014 sind wir von diesem Spitzenplatz zurückgefallen. Aber gleichwohl wäre auch die Bezugnahme auf die veränderte geopolitische Lage auch richtig gewesen. Auch wenn ich das jetzt eben nicht gemeint habe, ist die Parallelität augenfällig. Es hilft niemandem, Politik mit dem Rückspiegel zu machen. Was soll das bringen? Soll ich jetzt hier anfangen, die 24 Milliarden Euro Flüchtlingskosten zu nennen und auf die Zeit nach 2015 verweisen? Wem hilft das? Wir müssen jetzt die Probleme lösen und es zukünftig besser machen. Und hier ist die Antwort: ja. Wenn man die Investitionen sieht, die jetzt erfolgte Ertüchtigung der Bundeswehr, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit mit der Wachstumsinitiative, ja. Das ist eine Trendumkehr. Sind wir schon am Ziel? Nein. Aber immerhin haben wir das richtige Ziel. Und nun ist es eine Frage der Ambition und des Tempos. So, jetzt habe ich den Kollegen einmal, genau. Sebastian Hoyt von der NTVDE. Herr Lindner, welchen Anteil haben die Erweiterung der degressiven Abschreibung und die Forschungshilfen bei Forschungsförderung? Vielleicht warten Sie mal kurz, bis der Kollege den Ausknopf für sein Telefon gefunden hat. Welchen Anteil haben die erweiterten Abschreibungen und die Forschungsförderung an der prognostizierten Wirtschaftsentwicklung von 0,5%? Das BMWK hat die Maßnahmen insgesamt, also auch die der Mobilisierung am Arbeitsmarkt, von seinen Expertinnen und Experten quantifizieren lassen und kommt in Summe aller Maßnahmen auf 0,6%. Aber die Expertise für diese Konjunkturabschätzungen liegt bei den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben sie jedenfalls selber nicht gemacht. Nachfrage: Haben Sie bei den Länderkollegen schon abgeklopft, inwiefern das dann noch durch den Bundesrat geht? Beim Wachstumschancenpaket war das ja schwierig. Es gibt ein gemeinsames Interesse daran, dass wir ja die Wirtschaft voranbringen. Und da wir davon ausgehen, dass das Wachstum gestärkt wird, wir selbst gehen ja für den Bund von 6,1 Milliarden Euro zusätzlichen Steuereinnahmen aus, ist das ja eine Investition. Und eine Diskussion, wenn, wäre zu erwarten im Bereich der kalten Progression. Da hat es Äußerungen aus dem Länderkreis bereits gegeben. Aber da rate ich ab. Also ich rate ab davon, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, dass der Staat jetzt sich an der Inflation bereichern will. Also auch den Länderfinanzministerkollegen, die sich so öffentlich geäußert haben, würde ich vehement widersprechen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, das zu tun. Dann gehen wir einmal da hoch zu Herrn Steiner. Dankeschön. Herr Lindner, ein Einnahmeposten, der im nächsten Haushalt weiterhin eine sehr geringe Rolle spielen wird, ist das Aufkommen aus der Mindestbesteuerung. Wie erklären Sie sich, dass die so wenig Einnahmen fabriziert und beisteuert? Und ist das nicht auch aus Ihrer Sicht eigentlich etwas, wo man dringend ran müsste? Denn 15% sind ja schon, ich sag mal, auch für FDP-Verhältnisse sehr schlank. Wir werden uns glücklich schätzen, wenn es in diesem Jahr gelingt, beide Säulen der OECD-Mindestbesteuerung zu realisieren. Das sind sehr schwierige technische und politische Verhandlungen, sehr unterschiedliche Interessenpositionen zwischen USA und Indien. Und deshalb wäre es ein großer Erfolg, wenn die Weltsteuerordnung durch die Neuverteilung der Besteuerungsrechte und eine Mindeststeuer tatsächlich weiterentwickelt werden könnte. Das, was Sie hier sehen, ist das, was aus der internationalen Übereinkunft sich an Mitteln ergibt. Ich habe jetzt keine Akte hier, ich glaube 600 Millionen Euro quantifizieren wir. Und das ist weniger, als manche mal geträumt haben in der Vergangenheit.
Aber das ist eben die Realität dessen, was international verabredet worden ist. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind für eine Reform von BEPS 1 und 2? Ich bin dafür, dass wir das umsetzen, was wir haben. Aber darüber hinaus ist mein realistischer Blick, dass weitergehende Schritte kurzfristig nicht erreichbar sind. Dann habe ich Herrn Funk als Nächsten. Herrn Funk habe ich als Nächsten. Nee, bitte nicht. Danach kommt Herr Schmiese. Herr Schmiese steht leider noch ein bisschen weiter oben. Noch weiter hinten. Aber wenn Herr Funk dem Mikro nicht den Hals umdreht, sondern das vor sich nimmt, wäre super, weil wir ja schon ein Abgebrochenes haben. Gut, dann eine kurze Frage zu der von Ihnen erwähnten Personalie. An wen haben Sie denn diesen Prüfauftrag gegeben? An welchen Verfassungsjuristen oder welche Verfassungsjuristin für diese drei Punkte im Zusammenhang mit der GMA? Joachim Hellermann. Hellermann. Mhm. So, dann bin ich einmal hier gelandet. Sie hatten sich gemeldet, ja. Ja, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich hätte auch eine Frage zu den Klimatransformationsfonds. Ist der Gedanke, dass es würde von einem Jahr auf den anderen abgeschafft dann, oder würde es langsam, bis der Geld weg ist, einfach abgezahlt? Und gibt es eine Summe für wie viel Geld das nächstes Jahr in der Fonds sein soll, auch mit Rücklage? Nächstes Jahr 34 Milliarden Euro. Wirkt kleiner als zuvor, ist aber dadurch erklärt, dass die Abfinanzierung des EEG jetzt ja im Gesamthaushalt ist. Der Klima- und Transformationsfonds wird nicht abgeschafft, wenn das Geld weg ist, weil er bekommt ja jedes Jahr Neues. Also er verfügt ja über eigene Einnahmen, die er nutzt, um die Programmausgaben zu finanzieren. Wie wir 2027 fortfolgende damit arbeiten, das wird sich noch zeigen. Da sind ja die unterschiedlichen Optionen aufgezeigt. Klar ist jedenfalls, wie ich eben schon länger ausgeführt habe, auf die Frage von Herrn Koch, glaube ich, es hängt schlicht damit zusammen, dass es eine neue Entscheidung in der Finanzplanung ist, das EEG mit immerhin 15, 14, 13 Milliarden Euro im Jahr in den Haushalt zu nehmen. Und dadurch haben wir natürlich einen zusätzlichen Handlungsbedarf, der auch gedeckt werden kann, dass der KTF von seinen Einnahmen an den Bundeshaushalt abgibt. Weil sonst würde sich irgendwann dort wieder ein Überschuss oder eine Rücklage aufbauen, während wir gleichzeitig im Bundeshaushalt aufgrund der anderen Verbuchung des EEG ein Problem haben. Okay. Gut, jetzt ist Herr Schmiese. Vielen Dank, Herr Minister. Halten Sie für möglich, dass in den parlamentarischen Diskussionen im Haushaltsausschuss es nochmal brenzlig werden kann bei diesem Haushalt? Wo könnten da die Diskussionslinien sein? Und wo wären die roten Linien für Ihre Fraktion, Ihre Haushälter? Ich habe öffentlichen Äußerungen entnommen, dass für zwei von drei Koalitionsfraktionen die Frage der Ausnahme von der Schuldenbremse, Notlage, Änderung der Verfassung ein Thema ist. Das ist allerdings nicht nur ökonomisch unklug, unvereinbar mit europäischem Recht, mindestens in der Finanzplanung. Es ist unrealistisch, weil ich nicht sehe, dass es dafür eine parlamentarische und Bundesratsmehrheit gibt. Aber ich sehe und nehme wahr, dass das geäußert wird von zwei von drei Koalitionsfraktionen. Und die roten Linien, das ist eine? Für Ihre Fraktion? Im Koalitionsvertrag sind Steuererhöhungen und Aufweichungen der stabilitätsorientierten Finanzpolitik dieses Landes ausgeschlossen. Herr Viehwege. Auch noch einmal kurz KTF, danke für die allgemeine Aussage. Bleiben die, und, die Subventionen für die Chipindustrie im KTF oder sollen die auch rausgehen? Die sind dort enthalten und bleiben. Dann hatte ich Sie, genau. Wladimir Jezebow, Deutsche Welle. Die Frage zu Militärhilfen an die Ukraine, die werden, wenn ich das richtig gelesen habe, halbiert im nächsten Jahr und das soll ausgeglichen werden durch die Zinsen von eingefrorenen Rutschenvermögen im Ausland. Wie hoch werden diese Zinsen sein? Kann man das schon planen? Was kann die Regierung in Kiew planen? Ist es 50% von der jetzigen Summe plus eine X oder kann man davon ausgehen, dass es genauso viel sein wird wie dieses Jahr? Es sind 50 Milliarden US-Dollar. Zinsen? Nein, Mittel für die Ukraine. Das Instrument nutzt ja die Kapitalerträge aus den eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank, die bei Euroclear liegen,
um daraus ein Kreditinstrument mit Hebel zu finanzieren. Und die Ukraine kann über diese dann 50 Milliarden US-Dollar oder 47 Milliarden Euro verfügen für die Zwecke, die sie für angemessen hält, sicherlich in überragendem Sinne für die militärische Durchhaltefähigkeit. Frau Landwehr, habe ich noch mal? Sie leider nur das Mikro jetzt nicht, weil da so viele Kameras vor sind. Jetzt geht es. Okay, ich habe noch mal eine Frage zu Toll Collect und der Autobahn GmbH. Was ist denn da regulatorisch notwendig, damit das funktionieren kann, dass das Geld direkt von den Mautannahmen zu der Autobahn GmbH geht? Und wie konkret sind da die Ideen schon bei Ihnen, also im BMF oder auch in der Koalition, in der Regierung? Nicht konkret. Deshalb kann es auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Und es handelt sich ausdrücklich nicht um einen Plan, sondern um zum jetzigen Zeitpunkt eine Prüfung, ob überhaupt man dem Gedanken näher treten will. Das wird aber auch geprüft von dem Herrn Hellermann, von dem Sie eben sprachen. Da geht es um die Verfassungsmäßigkeit, ob eine finanzielle Transaktion genutzt werden kann, um Zuschuss in Darlehen zu wandeln. Frage der Wirtschaftlichkeit und auch der dann konkreten Umsetzung, das wäre ein nächster Schritt. Der würde mit Blick auf die Autobahn vermutlich erfolgen, einerseits über den wissenschaftlichen Beirat bei uns und über das zuständige Ressort selbst, also das BMDV. Die müssten die Umsetzung machen, wenn die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit überhaupt erlaubt, das zu konkretisieren. Also wir sind bei dem Prüfungsschritt, wo man sagt, sollte man das überhaupt tun? Das ist übrigens nicht ungewöhnlich, wenn Sie sich erinnern an den Haushalt 2024, da gab es auch zwei Prüfaufträge. Es war der Prüfauftrag eines möglichen Notlagenbeschlusses mit Ausnahme von der Schuldenbremse für den Aufbauhilfefonds, also die Flutopfer des Jahres 2021, Ergebnis negativ. Und es gab die Idee, Zuschüsse an die Bundesagentur für Arbeit während der Corona-Pandemie in den Bundeshaushalt zurückzuholen. Auch das wurde ebenfalls nicht weiterverfolgt. Jetzt noch mal drei Reihen weiter nach hinten. An Sie. Torben Lehning, Mitteldeutscher Rundfunk. Herr Lindner, jetzt die Sozialausgaben, von denen Sie gewarnt haben, dass sie immer weiter steigen. Wie können Sie es beziffern? Welchen Anteil macht denn da das Bürgergeld aus? Und welche Maßnahmen gerade im Sozialbereich sehen Sie denn eigentlich noch, die man mal angehen müsste, um die Sozialausgaben zu drücken? Arbeit und Integration. Das sind die entscheidenden Maßnahmen. Menschen, die wechseln von einem Sozialleistungsbezug in einen Job. Die reduzieren nicht nur die öffentlichen Ausgaben, die zahlen dann Steuern und Sozialabgaben und vor allen Dingen verbessern die ihre eigene Lebenssituation. Insofern ist mehr zu fordern nicht misszuverstehen als den Versuch, Menschen zu ärgern, sondern im Gegenteil, das hat auch was Emanzipatorisches, Menschen nämlich in die eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit zu begleiten. Nachfrage. Und die Zahlen ergeben sich aus dem Haushaltsentwurf des BMAS. Ich weiß nicht, haben wir das jetzt titelscharf hier? Haben wir? Frau Westermann. Frau Westermann hat alles. Auf dem Dienstweg über Herrn Reuter. Jetzt an mich, aber dann kannst du es auch direkt selbst machen. Okay. Also die Mittel fürs Bürgergeld sind in 2025 25 Milliarden und das bleibt so bis 2027, und in 2028 sinkt es dann leicht ab. Bei KDU sind die Mittel ebenfalls, sind 11 Milliarden und bleiben gleich über den Finanzplanungszeitraum, sinken dann am Ende hin ab und das Eingliederungsbudget bleibt auch ungefähr gleich. Also es ist, was der Minister vorher schon angesprochen hat, ja so, dass wenn man den Nachtragshaushalt einrechnet in 2024, dass man dann ungefähr auf dem gleichen Niveau bleibt. Also es, anders gesagt, steigt nicht. Was bedeutet das? Der Ansatz wird ja
steigen, weil, oder würde steigen, weil ja die Höhe des Regelsatzes gebunden ist an einen Warenkorb, also an die Preisentwicklung. Wenn jetzt der Mittelansatz in dem Titel nicht steigt, bedeutet das, obwohl später 2026 der Regelsatz des Bürgergeldes individuell steigt, steigen nicht die Haushaltsmittel, weil wir mit Vermittlungserfolgen hier rechnen dürfen. Und ich glaube, hier kann der Ehrgeiz noch größer werden in der Zukunft. Gut, dann geht es jetzt darüber. Herr Lindner, ich hätte zwei Fragen zur Wachstumsinitiative, wenn das in Ordnung ist. Ja. Zum einen die Fachkräfte aus dem Ausland, die steuerliche Erleichterungen bekommen sollen. Soll das nur für Leute aus Drittstaaten gelten oder auch aus EU-Staaten, sprich Franzosen und Holländer, die nach Deutschland kommen und hier arbeiten? Das zweite wäre, es soll ja gelten, dass Asylbewerber in der Regel eine Arbeitserlaubnis bekommen, wenn nicht die Behörde innerhalb von zwei Wochen widerspricht. Gilt das auch für Asylbewerber, die recht kurze Zeit erst hier sind? Also sagen wir, die kommen hierher, sind drei Wochen hier und kriegen dann eine Arbeitserlaubnis. Zum einen, ja, das ist auch für Spitzenkräfte aus der Europäischen Union vorgeschlagen. Es handelt sich aber ausdrücklich nicht um jeden Zuwanderer in den Arbeitsmarkt, sondern es handelt sich um Spitzenkräfte, die dann über einen Freibetrag eine Art, untechnisch gesagt, steuerliche Anwerbungsprämie erhalten könnten. Davon profitieren wir alle. Denn diese Menschen würden sonst in Deutschland keine Steuern zahlen und Aufträge und Projekte blieben unerledigt ohne diese Spitzenkräfte. Die Bundesregierung hat aber wahrgenommen, dass der Vorschlag seitens insbesondere der Arbeitgeber mit Ausnahme der Start-up-Unternehmen verhalten aufgenommen worden ist. Deshalb werden wir da zunächst einmal das Gespräch suchen, denn wir werden nichts einführen, was nicht von den Arbeitgebern auch aktiv genutzt wird. Sonst macht das ja keinen Sinn. Also hier wollen wir sprechen, wie die Bedürfnislage ist. Und hinsichtlich der Asylbewerber und ihrer Arbeitserlaubnis, die haben sie jetzt ja schon, aber mit einer Genehmigung, das wollen wir jetzt beschleunigen. Ausdrücklich erwähnen muss ich, dass es keine Änderung bei der sogenannten Beschäftigungsduldung geben wird. Was ist der Hintergrund? Wer eine Arbeit aufnimmt, der kann dadurch einen Duldungsstatus erhalten, kann also nicht mehr auch bei abgelehntem Asylantrag abgeschoben werden. Ausdrücklich wollen wir die Regeln zur Beschäftigungsduldung nicht verändern. Zwei Nachfragen. Beim Asylthema, also angenommen, jemand würde herkommen, Asyl beantragen, ist seit vier Wochen hier, fängt eine Arbeit an, der würde dann auch eine Arbeit aufnehmen dürfen, das verstehe ich richtig. Genau. Das Zweite. Aber wenn der Asylantrag abgelehnt ist, wird sie oder er abgeschoben. Das Zweite ist, wie unterscheiden Sie denn Spitzenkräfte von Fachkräften? Ist es eine EU-Blue-Card. Aha. Herr Santivani, auf der anderen Seite. Ich habe immer noch nicht ganz genau verstanden, warum die EEG-Umlage jetzt aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Weil das schafft ja erst das Problem, dass Sie im KTF Einnahmen haben, für die Sie dann wieder in den Bundeshaushalt umschichten müssen. Also wo ist die tiefere Logik dahinter? Der KTF ist natürlich enger geplant mit seinen Programmausgaben. Er ist ja auch schmaler, ohne EEG 34 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt umfasst 480 Milliarden Euro. Das heißt, hier ist mehr Schwungmasse, die es in der Bewirtschaftung erlaubt, auch auf Volatilitäten beim EEG einzugehen. Das heißt, wir reduzieren die Vollzugsrisiken beim KTF, in Klammern Sperrung von Fördermaßnahmen, weil im Bundeshaushalt die Vollzugsrisiken geringer sind. Zusatz. In der Wachstumsinitiative, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dort steht der Punkt, dass es auch keine Förderung von Solarenergie mehr geben soll, wenn die Kohleverstromung beendet wird. Ist das jetzt eine Absichtserklärung oder ist das schon ganz klar so vereinbart?
Ja, das ist die Vereinbarung der Bundesregierung. Aber Herr Csányi, dieser Absatz verdient noch mehr Beachtung, den Sie jetzt gerade in Erinnerung gerufen haben, weil auch kurzfristig wirkende Maßnahmen ergriffen werden sollen. Die Kohleverstromung wird uns ja noch Jahre begleiten, aber wir wollen unmittelbar sofort Maßnahmen, auch gesetzgeberisch einleiten, um die Kosten des EEG unter Kontrolle zu bekommen. Dazu gehört beispielsweise, dass es keine Vergütung mehr geben soll bei negativem Strompreis. Dazu senken wir die Schwelle, ab der selbst vermarktet werden muss. Dazu verändern wir die Anforderungen an die Steuerbarkeit von Anlagen. Also das sind alles Beiträge dazu, dass die Kosten des EEG und übrigens auch der Netzentgelte nicht immer weiter steigen. Aber die beziehen sich auf jetzt den unmittelbaren Zeitraum. Also ich würde sagen, gesetzgeberische Umsetzung in diesem Jahr. Hier vorne geht es weiter. Ja, Lyrisch, ZDW Politikmagazin. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, was wird im Spiegel dieses Haushalts aus der Kindergrundsicherung und was wird aus dem Digitalpakt 2.0? Und reichen die Mittel nach den Kürzungen im Haushalt, Auswärtiges Amt und auch Entwicklungsministerium für humanitäre Maßnahmen aus? Und wie sieht es überhaupt mit dem Kulturhaushalt des Bundeshaushalts aus? Mehr noch fünf Fragen. Ja, genau. Also die Kindergrundsicherung ist ja Gegenstand der parlamentarischen Beratungen. Medienberichten kann man entnehmen, dass die Koalitionsfraktionen sprechen über einen Kindergrundsicherungscheck, also eine automatisierte Prüfung, ob jemand, eine Familie, ein Anrecht hat auf Kinderzuschlag bzw. Sofortzuschlag. Das soll beginnen, wenn ich den Medienberichten glauben darf, zunächst mit Neugeborenen und dann ausgeweitet werden. Und zum anderen wird ausweislich dieser Medienberichte gearbeitet an einem Kinderchancenportal, also einem Online-Zugang für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die für viele ja gar nicht bekannt sind, dass man beispielsweise bei Klassenfahrten eine Unterstützung erfahren kann. Das zuständige BMBF wird mit den Ländern sprechen über eine Fortsetzung des Digitalpaktes. Mittel stehen noch dazu zur Verfügung und über eine dann weitere Anschlussfinanzierung ist eben gemeinsam mit den Ländern zu sprechen. Sie wissen, dass das Bundeskabinett schon zum Haushalt 24 beschlossen hat, dass wir Bund-Länder-Programme zukünftig nur noch 50-50 ausfinanzieren wollen und darüber wird mit den Ländern dann für 2.0 zu sprechen sein. Die Antwort bei der humanitären Hilfe ist ja. Deutschland ist weiter stark international engagiert. Aber ein Stück verschieben sich die Gewichte. Wir haben sehr viel mehr zu investieren in unsere harte Sicherheit. Und im Umkehrschluss können wir nicht überall auf der Welt weiter so mitmischen wie bisher, denn auch die Möglichkeiten Deutschlands als der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt sind irgendwann begrenzt. Und aus Konzentration erwächst eben dann auch Stärke und Wirkung. Ja, Kulturhaushalt, den gibt es auf Höhe des Finanzplans, sind wir da ungefähr. Ne? Leicht über dem Finanzplan. Leicht über sogar. Gut, dann habe ich Herrn Steiner nochmal. Ja, ich wollte ganz gerne nochmal an die emanzipatorischen Möglichkeiten anknüpfen, die Sie vorhin so schön erwähnt haben. Es gibt gerade aktuell vom IAB eine Erhebung zum Thema der Ukrainerinnen vor allem und deren Möglichkeiten, Arbeit aufzunehmen. Jetzt sind zwar Mittel für Kinderbetreuung vorgesehen, aber das scheint ein signifikanter Faktor zu sein, um denen überhaupt die Arbeitsaufnahme zu ermöglichen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie da sehr stark dafür. Wären Sie denn auch bereit, da noch mehr Mittel zur Verfügung zu stellen für Kinderbetreuungsmöglichkeiten, damit mehr Ukrainerinnen aus dem Bürgergeldbezug herauskommen? Herr Steiner, die Frage der Kinderbetreuung, ich ziehe übrigens das Wort Elementarpädagogik vor, weil auch in der frühen Kindheit bereits Persönlichkeitsentwicklung und Sprachförderung erfolgt. Das ist eine Domäne der Landespolitik und eine Aufgabe von Städten und Gemeinden. Der Bund beteiligt sich in Anführungsstrichen freiwillig
über den Kita-Qualitätspakt an dieser Aufgabe und wieder mit 2 Milliarden Euro. Also er wäre ausgelaufen, es gab auch keine Vorsorge, aber weil diese Aufgabe so bedeutsam ist, sehen wir jetzt 2 Milliarden Euro für die Länder vor, die im Bereich Kita-Qualität eingesetzt werden sollen. Dann als Nachfrage dazu, ja. Jetzt haben Sie es ja gerade selber beschrieben, es bleibt quasi auf dem Status quo eigentlich. Es gibt jetzt ja nicht wesentlich mehr Mittel in irgendeiner Form. Länder und Kommunen haben jetzt nicht zwingend ein logisches Incentive dafür, da noch weiter auszubauen. Darüber hinausgehend ist das nicht zu wenig, wenn Sie dieses Ziel nicht noch viel stärker verfolgen wollen. Der Bund ist in seinen Möglichkeiten limitiert, originäre Länder und Gemeindeaufgaben zu finanzieren. Das ist eine Aufgabe für die Länder, die übrigens durchaus ein Incentive haben. Zwar zahlt der Bund das Bürgergeld für die Geflüchteten aus der Ukraine, aber wenn die wechseln auf die Seite der Steuerzahlerinnen und Beitragszahler, profitieren davon natürlich mittelbar auch Länder, Städte und Gemeinden, weil das gesamtstaatliche Steueraufkommen wächst. Also insofern gibt es da ein Eigeninteresse. Wenn es nicht ohnehin ein Gebot der Mitmenschlichkeit ist, Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Länder haben da ja auch Möglichkeiten. Denken Sie an das Land Berlin. Das wendet 300 Millionen Euro für das 29-Euro-Ticket im Jahr auf. Geld, das zum Beispiel in der Kinderbetreuung oder bei den Schulen besser angelegt wäre, wie ich finde. Ich habe mich jetzt geäußert als Bürger Berlins und nicht als Bundesminister. Wort uns nochmal. Sie haben von anstrengenden Beratungen im parlamentarischen Verfahren gesprochen. Hm. Wie ist Ihre Einschätzung? Hält die Ampel oder hält sie nicht? Ich habe, Frau Dunz, vor allen Dingen von unserer Verantwortung gesprochen, in diesen international unsicheren Zeiten Stabilität und Sicherheit zu signalisieren. Und diesem Anspruch sollten sich alle stellen. Ist das ein Ja? Ich glaube, das haben alle so verstanden hier im Raum. Gibt es weitere Fragen? Das, ja, bitte. Ja. Noch. So, ja. Thibaut Madelin mit der französischen Tageszeitung Leseco. Können Sie die Schuldenquote und die Defizitquote in prozentual nochmal erwähnen? Und eine Frage zu Frankreich. Sie haben eben die EU-Fiskalregel erwähnt. Frankreich steht im Defizitverfahren von der EU-Kommission. Angesichts der politischen Instabilität in Frankreich, wie zuversichtlich sind Sie, dass Frankreich nächstes Jahr die Fiskalregel einhält? Also die Schuldenquote auf Basis der aktuell noch gültigen Projektion liegt bei 64%, war mal 69 2021. Und mit der Finanzplanung, die wir vorgelegt haben, wird sie Richtung 62% in einem normalen, in einer normalen Entwicklung sinken bis 2028. Mit etwas Ehrgeiz bei Wachstum und Haushaltsdisziplin kann man 2028 aber noch näher an die 60% kommen. Das wäre übrigens dann der Zeitpunkt, wo wir uns mehr fiskalischen Spielraum selber genehmigen könnten, weil zu dem Zeitpunkt wir die Tilgung der Pandemie-Sonderkredite verändern könnten. Und das würde für Deutschland 10 Milliarden Euro zusätzlich ausmachen. Davon geht die Bundesregierung übrigens aus. In der Planung, die hier vorliegt, ist die Veränderung der Tilgung der Pandemiekredite bereits vorgesehen, weil wir davon ausgehen, dass wir 2028 bei der Marke vor Krisenniveau angekommen sein werden. Was die Prognose des jährlichen Defizits angeht, muss ich Sie noch einen Moment vertrösten. Das haben wir noch nicht aktualisiert berechnet. Steht nämlich auch im Zusammenhang mit unserem fiskalstrukturellen Plan, den wir auf Grundlage der neuen EU-Fiskalregeln jetzt gerade beraten und erstellen müssen. Ja, ich habe Sorge, wie es in Frankreich weitergeht.
Nachfrage? Ja, können Sie das etwas weiter erläutern? Ich weiß nicht, ob es jetzt den schwierigen Gesprächen in der französischen Innenpolitik zuträglich ist, wenn es aus Berlin Warnungen, Mahnungen, Ermahnungen, Appelle und öffentliche Ratschläge gibt. Herr Steiner hat noch eine Frage. Ja, ich hab eine Doppelfrage, eine rein formale. Das eine ist, für wann erwarten Sie denn, dass das Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit, zur möglichen Verfassungsmäßigkeit bei Bahn und Co. vorliegt? Also bis wann soll das tatsächlich vorgelegt werden? Und das Zweite ist, fällt mir gleich wieder ein in der Nachfrage. Ja, das Gutachten bis Anfang August, damit es gegebenenfalls noch Eingang finden kann bei der Zuleitung des Regierungsentwurfs an den Bundestag. Und das Zweite war der Vorprüfauftrag, oder wie Sie es genannt haben, bis wann wollen Sie den denn abschließen bezüglich der Möglichkeiten? Ach so, nein, das ist das Gutachten. Also das, nur das? Ja, das ist über die Frage, ob man überhaupt in die Richtung gehen kann. Also was wir jetzt verfassungsrechtlich klären ist, sind das überhaupt Optionen, über die man weiter nachdenken sollte? Und da reicht Ihnen das eine Gutachten von Herrn Hellermann? Und die öffentliche Diskussion sowie die Befassung des unabhängigen wissenschaftlichen Beirats beim BMF. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich danke dem Minister herzlich für sein Kommen, auch dem Herrn Staatssekretär Dr. Reuter und der Haushaltsdirektorin Frau Westermann ebenfalls. Und schließe die Pressekonferenz.